Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen hier zurück zum LS17 auf der Forst, auf der Borscher See, so rum, aber im Forstabteil, zusammen mit dem Werner, hallo. Guten Tag und dem Randy. Direkt weggesnackt, ne? Direkt weggesnackt, der Ding. Ja. Okay. Der hier war das, ne? Ja, läuft. Ist der zu lang oder warum nimmst du? Ja, es kann sein, es wurde falsche Seite. Oder zu lang? Ja, über 10 Meter. Mhm. So, jetzt passt er. Wagen ist ja auch ganz gut voll, ne? Ja, ich glaube, ihn kriege ich. Also hier den jetzt noch hast, dann ist aber echt Feierabend. Ja, ja. Oh, Entschuldigung. Ich habe deine Klimaanlage von innen gesehen. Ach, das ist der. Mach mal von vorne. Wartest du da schon? Ja, ohne Witze. Ja, ist halt Autoload aktiv, ne? Sobald der ja, frei klar. Ist, ist der Party Hartl. Jo. Oh. Gut, jetzt ist aber echt. Ich glaube, du fährst mal, ne? Ja, ja. Da nimmt ja einen nach dem anderen mit. Oh, noch. Oh. Alles klar. Oh, ja, genau. Ich glaube, ich soll das aus. Ich glaube, ich soll das ausmachen. Alter Schwede, was eine Fuhre, ey. So. Ne, ja, der hängt nicht am Boom, der hängt hier an der St. Oh, alles klar, danke. Ja, danke. Mach es mal aus. Ja, eigentlich hatte ich es schon. Ist aus. Lol. Reicht. Backt ein bisschen rum. Na, egal. Gut, ab zum Sägewerk. Komplett überladen. Ah, ja, wie immer halt, ne? Wusste ich. Was ich dich fragen wollte, du hattest im letzte Woche im Projekt erzählt, dass du an irgendeinem Wochenende im Freibad warst. Ja, richtig. Genau. Wie ist denn das in Österreich bei euch geregelt? In Deutschland versuchen sie jetzt nämlich ein Gesetz durchzubringen, dass Fotografieren im Freibadbereich, also im Freibad, verboten wird. Ist das bei euch schon gang und gäbe? Oder, also weißt du da jetzt was? Weiß oder? Ich gar nicht. Ah, okay. Also mir wäre jetzt aber niemand aufgefallen, der ist explizit irgendwas abfotografiert. Das machen die bei uns eigentlich gar nicht. Ja, es geht mir nicht aufgefallen. Okay. Ja, es geht glaube ich nicht in erster Linie darum, Leute davon abzuhalten, andere Leute nackt zu fotografieren. Es geht irgendwie darum, die Leute, die dort halt nackt sind und du machst halt ein Selfie, ja, und da sind halt andere drauf, das ist ihre Persönlichkeitsrechte verletzt. Ja, du bist ja Deutscher Datenschutz, ebenfalls so wie er sich so äußerlich präsentiert. Ne? Ja. Halt wieder ne, in einer Nussschale auf Deutsch übersetzt. Deswegen, ist mir mal so eingefallen. Ich weiß ja nicht, ob es da bei euch so Diskussionen explizit gibt. Weiß ich jetzt nichts, ne. Nur du. Das letzte, was ich mal bei euch wieder gesehen hatte, Österreich, das waren irgendwie Nachrichten, da ging es, glaube ich, um Wien. Da ging es irgendwie um Kindergarten und Schnitzelskandal. Ja. Da haben sich irgendwie, das habe ich irgendwie so mitgekriegt, da hat sich irgendwie jeder irgendwie dazu geäußert und so. Das, ich fand das wieder. Gibt es bei uns in Deutschland aber auch, diese Diskussion da. Einfach, weißt du, ich glaube, es geht darum, dass sie in irgendeinem Kindergarten oder in generell ein paar Kindergärten seit, glaube ich, 3 Jahren kein Schnitzel mehr serviert wird vom Schwein.
Genau, also allgemein irgendwie kein Schweinefleisch mehr. Hm? Richtig. Aber es hat nie jemand ausdrücklich gesagt, dass ab heute nur kein Schwein mehr serviert wird, weißt du? Kein Mensch hat das gesagt, das wurde nicht kommuniziert. Das ist einfach so, das hat irgendjemand beschlossen und jo, fertig. Ja, ich verstehe es nicht, ich verstehe es teilweise nicht, aber ja. Ich glaube, die Quittung für einiges kommt dann im Herbst. Ach ja, das sind ja bei uns auch Wahlen. Ja, bei uns ja auch. 23. oder 24. September ist Bundestagswahl. Ja, sowas ist bei uns auch. Ich glaube 18. Ich weiß nicht genau. Bin ich gespannt, ob ich den Mann mit den Ohren bei euch sehe. Ich glaube schon. Sympathische Socke ist er, ja. Ja, er wird von allen Seiten, also was ich gesehen habe, von allen Seiten bejubelt. Kannst du eigentlich den ganzen Spruch dazu sagen, ne? Lang lebe Kurz. Ja. Wow. Ja, ja. Da gab es ein paar solche Sprüche, die kamen die Woche im Radio. Ich weiß leider keinen mehr. Ach so, okay. Ach, Mann. Ach, ja. So. Einmal bitte rechts abbiegen. Weiter, weiter. Ja, sehr noch ein paar Monate hin. Ich muss gerne. Also, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, vielleicht machst du dann mein eigenes Talk vor. Also, jetzt nur bei mir, ne? Weil ich soll ja jeder selber entscheiden, ob er über Politik reden will oder nicht. Ja. Aber, ich werde auch mal meine 2-3 Worte dazu sagen, ne? Gerade so, wenn es, weil. Es geht dann sowieso spätestens, wenn einen Monat vor der Wahl, ne? Fragt dich sowieso jeder, was wählst du? Ne? Was ja, hältst klar. du davon? Und so weiter und so fort. Weißt du, da kannst du mal was dazu sagen. Ne, und am besten so, dass sich keiner irgendwie in seiner eigenen Meinung gekränkt fühlt. Ne? Ja, ist es halt, ist halt wirklich ein Thema, was jeder für sich selber entscheiden will. Klar kannst du jetzt einen Eindruck von dir oder von mir erhaschen, ja, aber entscheiden musst du es alleine. Das ist richtig. Was ja, ich nur den Leuten immer versuche mitzugeben, ist auf alle Fälle wählen zu gehen. Das ist richtig. Was dann rauskommt, sieht man ja, aber wählen ist schon ein Privileg, was nicht jedes Land hat und ich glaube, das sollte man schon nutzen. Problematisch sage ich mir da aber auch immer in der Geschichte ist halt nur, wenn du nur die Auswahl, mal grob gesagt, aus Scheiße hast, ne, dann sagst du immer, ja gut, da wählst du halt geringere Übel, ne? Genau, ja. Aber das ist irgendwann auch sehr, wie soll man sagen, ermüdend. Und ja, klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich habe jetzt 2 Ladungen so reingeballert, jetzt fährt der Zug ab, ich bin gespannt. Ich auch. 20, 30, 40.000 vielleicht? Gucken wir mal. 108.000 haben wir. Ja, ich kann das teilweise, also was ist nicht teilweise, ich kann es eigentlich komplett nachvollziehen, dass dieses Desinteresse, gerade unsere Generation, oder die halt noch vor uns kommen, also jetzt nicht so die, sind das schon die Jugendlichen? Ja, eigentlich schon eher so, naja, so sagen wir Generation 18 plus, so in dem Sinne so wenig, bis auf einige Ausnahmen, halt Interesse an Politik haben und gerade die Generation 14 bis 18 teilweise gar kein Interesse an Politik haben. Weil ich kann es halt nachvollziehen. Es ist halt. Es ist nicht das spannendste Thema. Und viele Interessen, die gerade jetzt die nächsten Generationen haben, die werden halt einfach noch gar nicht vertreten. Ich meine, bei uns gab es noch die Piratenpartei. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal was gehört hast. Ja, ne? Ja, klar. Die hatten interessante Ansätze und alles, was so dazugehörte, aber die. Oh, 108.000, 148.000, also irgendwas um die 30.000. Läuft. Wunderbar. Ja, die hatten zwar alles interessante Ansätze, waren aber halt einfach nur ja, unstrukturiert, hatten viel zum Thema Internet gerade, ne? Internet, IT und sowas, ne? Da waren die halt richtig geil, aber ja. Dafür hatten sie halt in den kompletten anderen Bereichen, à la Außenpolitik, Innenpolitik und sowas, halt nicht wirklich was auf dem Schirm gehabt. Ne? Und das geht halt ja auch nicht, du musst dich ja halt überall irgendwo aufstellen, weißt du? Genau, ja. Und das hat denen halt, konnten halt auch nichts umsetzen, ist ja Standard, Opposition halt. Ne? Und damit sind die jetzt, glaube ich, unter der 1%-Marke, also sprich, die sind tot. Ne? Ja. Der FDP kommt bei uns jetzt wieder, weil sie jetzt hier an NRW jetzt hier versuchen, diesen Rundfunkgedöns mit YouTube da entgegenzuwirken. Ja. Na, haben sie halt auch ein Wahlkampfmittel gefunden. Der Angela eröffnet dieses Jahr die Gamescom. Ja, na, das ist, man merkt halt, es ist Wahljahr. Ja.
Ne? Man merkt halt alles wirklich, mitnehmen, was geht. Alles mitnehmen, was geht. Und irgendwie, ich meine, man wird sie eh nicht sehen. Ich finde es auch nett, dass man Hallo sagt und eventuell da auch so zeigt, ja, Games sind was Wichtiges, ne? Aber, ja, sympathischer macht sie mich dadurch ja jetzt, ne, jetzt auch nicht. Das ist aber, ne, auch ein Widerspruch in sich. Weißt du, jetzt sagt sie, Games sind geil und bla 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 und gehört dazu und bla bla bla. Und wenn irgend so ein wichtiger Typ sagt, ja, die Ballerspiele sind schlecht für die Jugend, dann sagt sie auch, ja, die Ballerspiele sind schlecht für die Jugend. Ja, ja, so. Ja gut, Games geil ist ja nicht, aber ich denke mal, das wird dieses übliche Einheitsblabla werden, ne? Ja, ist ein wichtiges Ding, bla bla bla. Und so weiter und so fort, ne? Deutscher Standort ist immer wichtig, ne? Diese typischen Floskeln halt von der Frau oder von Politikern halt im Allgemeinen, ne? Das ist ja, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, das kannst du alles vorhersagen. Also von daher, viel wird sich da halt leider Gottes auch nicht ändern. Das müssen wir lassen. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon geschafft hat, das müsste ich mal später mal nachrechnen. Aber ich glaube, die ist mittlerweile länger als Kohl im Amt. Also entweder, da kenne ich mich gar nicht aus. Ne, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, Kohl war 16 Jahre. Ja, und Merkel ist seit 2005. Glaube ich. Ja, ne, 10. Naja, also Kohl, also Schlippe mit der, wenn sie jetzt nochmal 4 Jahre durchhält, dann dürfte sie genauso lange im Amt sein wie Kohl. Ah, okay. Warte mal, also wie, ganz ehrlich, so viel gibt's nicht, ne? Also wo ich auf der Welt war, da war, wer war denn vor Schröder? Schmidt, glaube, wenn mich nicht alles täuscht? Helmut Schmidt. Das weiß ich nicht. Nach Kohl, nee, Schmidt, da kam der Kohl. Nach Kohl kam, frag mich nicht, als den Schröder habe ich noch mitgekriegt, ne, Gerhard Schröder. Ja. Ne, das ist klar. Und nach Schröder kam Merkel. Das war, glaube ich, 2005. Ja. Und seitdem haben wir Merkel, ne? Das ist schon Wahnsinn. Oh, gut. Das ist schon, ich glaube, da gab es bei euch mehr Neuwahl, also hier, ja, ne? Ja. Austausch. Da, also. Ja, gut, mehr Austausch. Es ist halt so, dem, was ich gekannt habe, der letzte war der Kles Thiel, hat er geheißen. Mhm. Der ist dann in Ruhestand getreten und ist im Ruhestand, glaube ich, lass mich jetzt lügen, 2-3 Wochen danach verstorben. Mhm. Und dann kam eben, wie hieß er nochmal hier? Ah, oh, mir liegt der Name auf der Zunge. Weiß ich nicht mehr. Mhm. Auf alle Fälle, ja. Der war auch lange. Er war lange auf alle Fälle da. Mhm. Heinz Fischer. Fischer hieß er. Mhm. Und ja, jetzt haben wir eben. Ja. Jetzt haben wir uns festgefahren. Haben wir Van der Bellen. Du hast dich festgefahren? Ja. Ja, beziehungsweise der Baumstumm klitscht hier in das Fahrzeug hinein. Nee, ist auf der. Doch. Sehr gut. Taktische Buschtarnung. Richtig. So, das kannst du mit der Hand nehmen, alles klar. Ja, ich bin ein starker Junge, weißt du? Ja. Hast du heute deine Cornflakes gegessen? Auf alle Fälle, mit Spinatfüllung. Für die Teufel. Cornflakes mit Spinatfüllung. Für die Milch, oh. Und noch mit Chill mit Milch, ne? Bring das mal den Kindern bei. Ich glaube, die gehen morgens freiwillig zur Schule ohne Frühstück. Ja, weg. Also, ich glaube, wir bekommen irgendwann nächste Woche eine Meldung von FSM, es ist nicht so geil oder wahrscheinlich nicht so gut für die Performance, wenn wir alle Bäume ins Wasser reinwerfen. Ach so. Ja gut. Kann man also Dings machen, ne? Can't stop 10.000 Harvest, wie hieß denn Bäume? Woods, ne? Ne, Wood ist Holz. Wie hieß denn Baum? Tree. Ayo, can 10.000 trees stop the ship? Ne? XD. Frage ist, ja. Frage ist, ob wir mit den Bäumen, die jetzt noch am Rand entlang stehen, ob die alle nach links umfällen, ob wir uns eine Brücke bauen können. Sicher nicht. Es gibt ein Klitschchaos, anders gleich, würde ich fast behaupten. Weil die sind ja nicht fest. Also die müssten sich dann ja ineinander verankern. Ja. Das glaube ich eher weniger. 144.000, ich gehe mal im Shop ein bisschen blättern, ne? Wenn wir noch alles hier haben.
echt nicht teuer, der LKW, ne? Nö, der ist jetzt wie gesagt noch auf Mietbasis bei uns. Auch mal ändern. Oder? Ja, ja. Ja gut, wir haben bis jetzt nicht viel für den bezahlt, das muss man halt auch mal dazu sagen. Ja, richtig, genau. Ich glaube, bin mir nicht so sicher, ich muss echt nochmal die Kommentare nochmal durchforsten, habe FSM geschrieben, ob die an den Mietpreisen was geändert haben. Weil FSM, weil der Chef gerade mir geschrieben, mieten und nicht aktiv nutzen führt zur Pleite. So, und das heißt ja theoretisch, dass diese ganze Mieterei ja eigentlich auf permanentes Nutzen irgendwie ausgelegt ist und sprich damit billiger sein muss. Eigentlich schon. Und uns wird ja irgendwie nicht irgendwie sowas abgezogen. Also irgendwie mit diesen Arbeitsstunden und alles, weil der, guck mal, theoretisch müssten oder hätten wir ja für den LKW, also ne, für diesen Iveco, den wir haben, müssten wir theoretisch, wenn es ja da steht, ne, Basiskosten 1.100, ne, pro Arbeitsstunde 3.400 und pro Arbeitstag 600. Sprich, wir müssten ja für den pro Stunde 3.000 Euro bezahlen. Genau. Haben wir bis jetzt nicht einmal getan. Ist, haben wir nicht gemacht, das stimmt, ja. Also von daher muss ich das ja irgendwie, dass das einmalig ist, ich weil, wenn wir auf die Finanzen, wo sind die Finanzen? Hier, Finanzen heute. Wir haben bis jetzt Mietkosten für Fahrzeuge 4.000 bezahlt. Also den gesamten ersten Tag, wo wir angefangen haben, haben wir 56.000 für Miete bezahlt. Da haben wir aber auch vieles gemietet. Ja. Na, jetzt haben wir 4.500 Miete gezahlt und haben aber, wenn man in den Shop geht, haben den Bus halt, ne, diesen, naja, hier, Rumänenbus da, nicht Rum, naja, Polenbus halt. Polen, ja. Genau, den und den Flieger, also sprich, das, wenn das alles ja pro Stunde gilt, ne, da wären wir ja alleine schon von Mitternacht bis jetzt, was weiß ich, wie viel Kohle losgeworden. Das ist absolut richtig, ja. Also von daher, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Freunde, wir sind eh erstmal fertig. Wir werden es ja sehen nächste Woche geht's weiter, aber ist ja schon morgen. Deswegen, Däumchen da lassen nicht vergessen. Schöne Sommerferien, die jetzt mittlerweile auch in NRW gelten müssten, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und in dem Sinne, tschüdelü. Tschüss.